Ich habe keinen Schimmer von diesem Spiel und ich habe noch nie was davon angeschaut, aber das ist einer der witzigsten Speedruns, die ich je gesehen habe. Heute wird unser Gehirn zerstört. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Let's go. Es ist Reaction Saturday. Es ist Reaction Saturday. Es ist Reaction Saturday. Was schauen wir uns heute an? Hi meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction Saturday und heute schauen wir uns etwas an, was quasi seit Beginn dieses Formats von mir gefordert wird. So häufig habe ich gelesen, schau dir einen Wind Waker Speedrun an und ich habe immer wieder gesagt, es ist sehr, sehr schwer dort einen zu finden, weil der Weltrekordhalter und auch ich sag mal alle bis Platz 5 oder 6 sehr viel während ihren Runs reden, was natürlich für ein Speedrunning-Format, wie wir es hier machen, sehr, sehr schwierig ist. Jetzt gibt es ja aber, ich glaube vom Weltrekordhalter selber, einen erstellten Theory Run. Das bedeutet, er hat aus dem aktuellen Test Run, der GameCube-Version und aus den besten Runs, die er in der Wind Waker HD-Version gemacht hat, einen kompletten Run zusammengeschnitten. Wir werden hier einen Run aus zwei unterschiedlichen Spielen sehen, beides aber Wind Waker. Das kann, glaube ich, ein bisschen verwirrend werden, aber ich denke, wenn wir uns hier zusammentun, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Also es ist, ich selber habe wenig Ahnung von Wind Waker Speedrunning, ich habe davon noch nichts gesehen. Ich kenne zwei Tricks, die es gibt, aber ich habe auch keine Ahnung, wie sie funktionieren. Und wir schauen uns einfach mal an, wie viel wir hiervon verstehen. Und wenn wir am Ende des Runs sagen, ja, vielleicht haben wir grob verstanden, was hier passiert, dann sind wir verdammt cool. Also Leute, wenn ihr cool seid, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Falls ihr keine weitere Speedrun Reaction mehr verpassen wollt, wir haben mittlerweile bestimmt schon, boah, ich weiß es nicht, 13, 14 Runs mit Sicherheit über die letzten Reaction Saturdays angeschaut, dann könnt ihr euch kein Abo da lassen. Und jetzt let's go. Gehen wir in den vielleicht verwirrendsten Run, den wir jemals im Reaction Saturday hatten. Hier ist er, meine lieben Freunde. Es gibt einen Kommentar, der sehr gut beschreibt, warum ich sehr viel Lust auf diesen Run habe. Hier schreibt jemand, having not played this game myself or watched other speedruns of this game, I found this to be one of the funniest speedruns I've watched. Quasi, ich habe keinen Schimmer von diesem Spiel und ich habe noch nie was davon angeschaut, aber das ist einer der witzigsten Speedruns, die ich je gesehen habe. Und ich denke, das ist eine verdammt gute Einstellung, mit der wir hier reingehen können. Der Wind Waker HD Any% Splice Theory Test in 37 Minuten und 41 Sekunden hochgeladen auf dem Kanal vom lieben Mr. Alberto und ich glaube, das ist der aktuelle Weltrekordhalter für Wind Waker HD. Let's go, ich bin extrem gespannt. Die Grafik wird immer wieder switchen. Von der Wind Waker HD-Version auf die GameCube-Version. Also, wenn die Grafik mal so richtig bad wird, dann wissen wir, woran es liegt. Und wir haben jetzt, glaube ich, erstmal eine kleine, schöne Zwischensequenz am Anfang. Und ich freue mich auch schon, wenn ich irgendwann mal wieder Wind Waker HD spielen kann. Es gibt ja bereits ein Wind Waker HD-Let's Play von mir. Das müsste ich im Jahr 2018 oder sogar 2019 hochgeladen haben. Irgendwann so in dem Zeitraum. Und das war ziemlich cool. Ich war sehr, sehr zufrieden damit. Aber das war bisher das erste und einzige Mal, dass ich Wind Waker gespielt habe. Also ich glaube, von allen 3D-Zeldas kenne ich Wind Waker am wenigsten. Wobei auch Twilight Princess habe ich nur einmal gespielt. Also wie gesagt, Wind Waker HD oder allgemein Wind Waker und Twilight Princess sind so, habe ich mal zu 100% gespielt, aber muss ich unbedingt mal wieder machen. Da kann ich immer wieder nur sagen, abonniert meinen Zweitkanal. Auf diesem Kanal will ich irgendwann jedes einzelne Zelda-Game zu 100% gespielt haben. Und ich bin sehr gespannt, ja, wenn wir uns dann an diese ganzen Zelda-Games ransetzen. Also, es gibt zwei Tricks, die ich kenne. Es gibt einmal den Trick, der ist, glaube ich, recht einfach zu verstehen. Das ist, wenn man den Greifhaken hat, dann kann man irgendwie in die First-Person-Perspektive gehen und dann baut man ultra viel Geschwindigkeit auf, mit der man so richtig schnell geradeaus düsen kann. Und es gibt einen Trick, den werden wir, glaube ich, jetzt gleich am Anfang des Runs sehen. Den werde ich euch erklären, wenn es soweit ist. Der hat was damit zu tun, dass man einfach mit Link mit 8 Millionen km/h über den Ozean zischt. Wird sehr schön. Also, wie gesagt, der Kommentar fasst es, glaube ich, sehr gut zusammen. Ich kenne nur kleine Bruchteile von Wind Waker HD Running, so jetzt geht's los. Jetzt sind wir auch in der GameCube-Version, aber es sieht eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Also auch die GameCube-Version gefällt und das ist es, Freunde. Das ist Super Swimming, glaube ich. Es ist nämlich so, dass wenn man mit Link die Ausrichtung ändert, also wenn man mit Link beim Schwimmen umdreht, dann kann man irgendwie Geschwindigkeit aufbauen. Irgendwie. Und dann kriegt man irgendwie Geschwindigkeit gut geschrieben. Und wenn man immer wieder die Richtung wechselt und der menschliche Spieler drückt dafür, glaube ich, immer den Pauseknopf, dann kann man hier quasi unendlich viel Speed aufbauen. Akzeptiert einfach, dass wenn man im Wasser ganz viel hin und her düst, dass man dann einfach super schnell wird. So, er ist jetzt hier in dieses hölzerne U-Boot gedüst. Wie gesagt, unser Ziel für heute ist es, von euch und von mir, hier in diesem Run so viel wie möglich zu verstehen. Das ist die Kunst. Also er ist hier rein.
um sich die Truhe zu holen. Und hier drin ist eine Flasche. Okay, sehr gut. Flaschen sind immer wichtig. Man kann Insekten, man kann Wasser drin halten, sonst was. Also, heute werde ich wahrscheinlich gar nicht so viel off-topic reden. Heute ist massives Hirnanstrengen gefragt. Und ich werde durch mein Commentary versuchen, euch ein bisschen zu erklären, was hier abgeht. So, er nimmt sich eine schöne Flasche Ozeanwasser mit. So, und jetzt macht es wieder. Durch dieses schnelle Richtung wechseln baut er immer mehr Speed auf und irgendwann zischt er einfach Vollgas über den Ozean. Das müsste er dann gleich irgendwann machen. Also, ich glaube, jetzt wechselt er immer noch die Richtung, sammelt immer mehr Speed auf seinem Speedkonto, quasi für jedes Richtungswechseln steigt sein Speed so und jetzt zischt er in eine Richtung. Also, wenn es so hin und her wackelt, baut es Speed auf und jetzt nutzt er seinen Speed, um von Insel zu Insel zu düsen. Ich glaube, er kommt jetzt bei der Dragon Roost Island an. Genau, hier findet man im Spiel den ersten Dungeon. Jetzt sind wir wieder auf die HD-Version geswitcht. Also, ihr versteht, wie dieser Theorienrun funktioniert. Also, ne, das ist der Punkt. Der Punkt, warum der ganze Run nicht in HD läuft, ist der simple Fakt, dass die Tools zum Speedrun entwickeln auf der GameCube aktuell noch viel, viel fortgeschrittener sind, weil man da ja Save States und alles hat, was in der HD-Version aktuell nicht möglich ist. Also es ist für die Wind Waker Speedrun Community viel einfacher, die GameCube-Version des Spiels zu runnen und zu perfektionieren, als die HD-Version. Deshalb ist nicht dieser komplette Run in der HD-Version. So, wir haben jetzt hier den Stab bekommen, mit dem der so das Haupttool ist. Es gibt ja in jedem Zelda irgendwie eine Art von Instrument oder ähnliches. So, normalerweise redet man jetzt hier mit diesem Schiff, was hier auf einen wartet, der rote Leue. Aber der ist nicht da, deswegen redet man hier mit dem Nichts. Das ist ziemlich funny. Also man unterhält sich quasi mit einem Stück Luft. Also, wir sind auf Dragon Roost Island und haben den Stab bekommen und wir haben eine Flasche. So, hier durch geiles Movement können wir uns quasi hier an all dem vorbeisteppen. So Michael Jackson-mäßig. Erstmal ein bisschen Moonrock, ne? Okay, also wie gesagt, hier normalerweise landet man, glaube ich, erst, es wird ja die Schwester entführt, dann landet man im Knast, um die Schwester zu retten, von da wird man aber weggeheatet, dann landet man, glaube ich, in Portemonnaie, in der Hafenstadt und von Portemonnaie, wo man dann das Schiff trifft, düst man dann hier auf die Insel und man hat halt quasi das Gefängnis und Portemonnaie in diesem Run durch das Super Swimming komplett geskippt. By the way, geile Musik hier, wirklich, wirklich geile Musik. So, hier wird man jetzt wahrscheinlich den ersten Dungeon düsen, ne? Hier ist der erste Dungeon. Die Story ist, glaube ich, nämlich, dass der fette Drache oben im Vulkan sitzt und richtig sauer ist, weil irgendwas ihn quält. Und am Ende stellt sich, glaube ich, raus, dass ein riesiger Parasit an seinem Schwanz die ganze Zeit rumknabbert. Richtig krank, ich weiß, ist aber so. Und dieses Volk ist eigentlich eine Art Postbotenvolk, soweit ich weiß. Ich glaube aber nicht, ich weiß gar nicht, ob das die Orni sind. Ich bin mir da echt nicht ganz sicher. Und übrigens noch Fun Fact bezüglich der Sprachen. In der HD-Version, die wir jetzt gerade sehen, spielen wir auf Italienisch. Das ist, glaube ich, hier die beste Sprache. Und in der GameCube-Version ist es irgendeine asiatische Sprache. Also entweder Japanisch, Koreanisch, Chinesisch, eine von den drei. Ich kann die Schriftzeichen nicht auseinanderhalten. Ne, deswegen werden wir auch über den Run verteilt unterschiedliche Sprachen sehen. Das ist auch noch ganz wichtig zu wissen. Natürlich, am Anfang des Zelda-Games ist man erstmal mit sehr, sehr viel Textboxen konfrontiert. Das ist ja, kennt man mittlerweile. Und mein Kaffee ist leider auch schon wieder ziemlich kalt. Aber kein Problem, ich werde eh nicht so viel Zeit haben, mir hier genüsslich den Kaffee reinzudübeln. Wir kriegen die Posttasche, sehr schön, weil der Punkt ist, dass ich, wie gesagt, hier viel kommentieren muss, um auch wenn ich mir selber versuche zu erklären, was ich sehe, dann verstehe ich es ein bisschen besser als es. So, wir sind auf die GameCube-Version geswitcht. So, und hier drin quasi düsen wir jetzt erstmal nach draußen. Da müsste jetzt dann, glaube ich, diese kleine Frau retten. So, wir haben das Wasser jetzt mitgenommen, weil wir... Okay, damit wir diese Bombenpflanze quasi wässern können. Und damit können wir direkt hier diese Quelle freisetzen. Ah, okay. Ich kapiere. Und damit skippen wir, glaube ich, auch einige Dialoge. Und können dann quasi direkt hier diese, und uns den Weg nach da drüben freisetzen. Ich glaube, man spart sich dann wahrscheinlich auch den Dialog mit diesem Orni-Mädchen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Volk der Orni ist. Oh mein Gott, ich weiß nicht warum, aber wir moonwalken die ganze Zeit. So, und jetzt haben wir sogar für die kurze Strecke noch Speed aufgebaut. Das ist natürlich nur mit Tools möglich, das ist für den menschlichen Spieler nicht machbar. Also ich glaube, alles, was wir hier in der GameCube-Version sehen... Oh lol, mit der Bombe können wir rüberböllern, okay. Ich glaube, alles, was wir in der GameCube-Version sehen, ist mit einem Bot gemacht, mit einem Testbot. Und alles, was wir in der HD-Version sehen, ist, glaube ich, von einem menschlichen Spieler gespielt.
Ist aber nur jetzt eine Theorie. Bitte nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube aber, dass es so ist. So, und hiermit sind wir jetzt im ersten Dungeon gelandet. Jetzt ist wieder ganz, ganz wichtig aufzupassen, wann er crazy stuff macht. So, er nimmt sich hier den Krug mit. Okay, er hüpft hier seitlich. Den Krug nutzt er, um dem Typen seine Fackel abzunehmen. Dass er jetzt nämlich hier durch das Fackelwerfen und so weiter sehr, sehr schnell die beiden Fackeln hier aktiviert. Und als Belohnung erhält man in diesem Dungeon ganz am Anfang, wie wir es jetzt obviously sehen, einen kleinen Schlüssel, der notwendig ist. Okay. So. Schlüssel kommt hier rein. Und damit sind wir jetzt quasi auch schon mal im Hauptraum. So, wir gehen wieder raus. Okay, wieso? Um uns den Wassertopf hier mitzunehmen? Nee. Okay, den Krug haben wir wieder genommen, damit die ihre Waffe verlieren. Und, der schmuggelt jetzt diese Fackel durch die Tür, was, glaube ich, normalerweise sonst nicht möglich wäre. Okay. Die Frage ist, normalerweise kann man das ja, glaube ich, mit einer Rolle kaputt machen. Oder, nee, man braucht wahrscheinlich ein Schwert. Und wir haben ja, glaube ich, noch gar kein Schwert. Klar, wir haben noch gar keine Waffe, mit der wir uns verteidigen können. True. So, okay, da kann man sich irgendwie vorbeimogeln. Er nimmt auch hier übrigens seine Fackel wieder mit, oder? Macht er es? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Hat er auf jeden Fall auf die andere Seite geworfen? Ja, er hat sie noch. Okay, das ist... Und durch das Werfen an die Wand kann er quasi die Fackel oder diesen Ast hier durch die Tür mit durchschmuggeln. Okay, okay. Bisher noch ein sehr, sehr verständliches Speedrun. Hier ist ja eine Fackel, da kann er seinen Stock wieder aktivieren. Dadurch kommt er hier durch und kann sich einen weiteren kleinen Schlüssel mitnehmen, den er zum Fortschreiten hier durch den Dungeon braucht. Oh mein Gott, ich bin so froh, diesen Run gefunden zu haben. Wie gesagt, ich wollte schon sehr, sehr lange auf Wind Waker reagieren. Bloß, der Punkt ist einfach, wie gesagt, alle guten Runs sind von den Runnern selber beinahe komplett durchkommentiert. Da ist nicht viel Gequatsche möglich und das hier ist einfach perfekt. So, hiermit ist wieder ein Stock mitgenommen, ganz, ganz wichtig. Wir zünden uns immer den Ast an den Fackeln an, damit wir quasi hier diese Wände wegmachen können. Ich finde einfach den Fakt so geil, dass wir noch gar keine Waffe haben. Wir haben einfach noch keine Waffe. Das ist so crazy. Und was ich tatsächlich auch crazy finde, dass die Grafik der GameCube-Version übelst fit geht. Also wirklich. Das ist grafisch voll in Ordnung. Klar, wir haben hier die schwarzen Ränder. Das sieht jetzt natürlich nicht so modern aus. Aber ich dachte eigentlich, dass die GameCube-Version viel, viel hässlicher aussieht. So, jetzt sind wir auf die HD-Version wieder geswitcht. Und jetzt sind wir wieder hier in der Version. Okay, also es ist halt wirklich wirklich das Schnellste vom Schnellsten aus beiden Versionen zusammengeschnitten, ne? Aber so, wie gesagt, dadurch, dass der grafische Unterschied gar nicht so hoch ist, stört das beim Zuschauen gar nicht so sehr. Also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ob das vielleicht ein bisschen weird wird, das jetzt gemeinsam so anzugucken, weil wir jetzt irgendwie nicht so viel verstehen werden. Aber das funktioniert richtig gut, das ist sehr, sehr geil. Natürlich, Freunde, Link wieder in der Beschreibung zum Video. So, jetzt sind wir wieder in der HD-Version. Jetzt werden wir hier angerufen. Ich weiß aber gar nicht mehr, von wem wir da angerufen. Ich glaube, von Tetra? Nee, boah, wie gesagt, bitte nagel mich nicht fest. Ich hab Wind Waker tatsächlich nur ein einziges Mal gespielt. So, wir machen uns hier mit der Fackel da drüben was auf. Und wir sind auch gerade an der Truhe vorbeigedüst. Also ich schätze, er will halt so schnell es geht an das Dungeon-Item rankommen. Die Frage ist nur, das kriegt man, glaube ich, erst ganz oben nach einem Mini-Boss-Kampf. Also alle Truhen, die wir aktuell einsammeln, sind nur dafür da, dass wir halt die kleinen Schlüssel bekommen, mit denen wir dann eben hier voranschreiten können. Ich glaube aber, dass es nicht mehr lange dauert, bis wir jetzt an das Item rankommen. Und ich glaube, es ist der Greifhaken in diesem Dungeon. Und wie gesagt, mit diesem Greifhaken lässt sich halt ein geiler Glitch auslösen. Ah, lol, wenn man hier schnell genug ist. Da kann dieser Vogel gar nicht flüchten. Interessant. Und man nimmt den Schlüssel mit. HD-Version wieder. Sehr, sehr, sehr cool. Der Run macht ultra Spaß, weil er super schnell ist und wirklich viel passiert. Aber bisher noch alles weitestgehend nachvollziehbar ist. Also es ist ein... Also ich muss dem Kommentar bisher recht geben, der sagt, ich habe keine Ahnung, aber das ist einer der coolsten Runs, den ich je gesehen habe. Das unterschreibe ich einfach zu 100%. Der Kommentarschreiber fasst meine Gemütslage gerade 100% zusammen. So, okay. Hier muss er jetzt, glaube ich, überall... Nee, er muss hier einen Krug wahrscheinlich zum Kämpfen, ne? Klaut er mit diesem Dude die Waffe, weil wir wirklich noch keine haben. Das ist einfach ein Zelda-Run, der bisher ohne Schwert stattfindet. Ich glaube, das sieht man auch nicht häufig. Das ist mal so geil. Und vor allem, das ist mir erst relativ spät aufgefallen, muss ich zugeben. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum nimmst du denn... Ich dachte immer, der nimmt halt die Krüge mit, weil dann die Gegner vielleicht schneller die Waffe fallen lassen oder so. Aber dem ist halt nicht mal so, ne? Das ist super crazy. Auch hier diese Käfer, Zangen, Feuer, irgendwas, die finde ich richtig schlimm. Die habe ich gar nicht gemocht in meinem Playthrough. So, aber er ignoriert das einfach gekonnt. Und wart mal.
Warte mal, wo? Warte mal, da vorne ist jetzt der Boss. Ich glaube, links ist die Boss-Tür, soweit ich weiß. Aber da kommen wir obviously noch nicht hin. Ah, aber ich glaube, jetzt kommen wir dann zum... Jetzt kommen wir dann zu der Stelle, an der wir den Greifhaken bekommen. Genau, hier ist jetzt noch weiter nach oben. Da ist der Drache, dem sein Schwanz von dem riesigen Käfer angeknabbert wird. Wie gesagt, ich weiß, es ist skurril. Das ist sehr crazy, aber das ist der Fakt. Ich stellt euch mal vor. Ein Käfer knabbert euch 24/7 an eurem Schwanz. Will man nicht. Ist nicht so angenehm. So, wir kämpfen jetzt gegen die zwei Viecher ohne eine Waffe. Zum Glück droppen die Waffen. Das ist, glaube ich, auch eines tatsächlich mal neben Breath of the Wild. Eines der wenigen Zeldas, wo Gegner wirklich permanent so tragbare Waffen spawnen. So, und hier kommt jetzt so der Support-Flieger, der nochmal sagt, ey, wir haben hier noch so einen Panzer. Kennt ihr das? Kennt ihr so Videos, wenn so Panzer von Fallschirm ins Kriegsgebiet gelöst werden? Jetzt sind wir wieder in der HD-Version. Aber da sieht man einfach, wie schön die ist. Die Wii U-Version von dem Game ist wirklich sexy. Wirklich sexy. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, und du gibst uns jetzt, er leidet. Du gibst uns jetzt, glaube ich, dann den Greifhaken, ne? Und wie gesagt, es wird ja auch immer wieder spekuliert, ob Twilight Princess und Wind Waker für die Switch kommen. Bei Wind Waker kann ich es mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Weil, wenn ich jetzt drüber nachdenke, Wind Waker gab es bisher nur auf dem GameCube und auf der Wii U. Beides Nintendos wahrscheinlich, ja, auf jeden Fall beides Heimkonsolen von Nintendo, die keine wirklichen Verkaufsschlager waren. Das heißt wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, jetzt wird irgendwie das Spiel beendet? Okay. Beides halt Konsolen, die kaum jemand besitzt, ne, weil sie sich super schnell, super schlecht verkauft haben. Das heißt, die Mehrheit der Nintendo-Fans, LOL, wir kämpfen hier gar nicht gegen den Boss. Wir düsen jetzt wieder zurück auf die Anfangsinsel, aber haben das Dungeon-Item. Yo, okay, wir sind zu groß, jetzt müssen wir aufpassen. Ne, aber wie gesagt, ein großartiges Spiel auf jeweils zwei Konsolen, die Mehrheit der Nintendo-Fans nicht besitzt. Deswegen, nachdem die Switch sowieso schon eine portable Bibliothek von alten Games ist, wir kriegen ja eh kaum was Neues, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass hier ein Port für kommt. Also für alle, die da sagen, ich will das Game unbedingt nochmal irgendwann mal selber spielen. Ich selber bin natürlich nicht so ein Fan von, da ich halt, sag ich mal, relativ viel altes Zeug von Nintendo schon gespielt habe. Oh, Köcher. Brauche ich die Ports nicht, aber ich möchte mein Rant gegen die Ports ein bisschen zurückfahren, weil ich auch immer an die Leute denken muss, die das Spiel bisher halt noch nicht spielen konnten, weil sie keine GameCube und keine Wii U haben. So, und jetzt, aber genug gesagt. So, warte mal, wir sind wieder auf der Hauptinsel. So. Hä, was? Okay, wir sind gerade in irgendeinem U-Boot gelandet. Fragt mich bitte nicht, wie das funktioniert hat. So, der hat sich jetzt absichtlich fangen lassen, weil das eigentlich eine Schleichmission ist. Und das hatten sie jetzt in die dunkle Festung gebracht. Bitte was? Wir waren doch in einem U-Boot. What the hell? Wir waren auf der Anfangsinsel, haben uns dann irgendwo hingeglitscht, waren bei einer Fee. Von der Fee haben wir uns in ein U-Boot geglitscht und weil wir in dem U-Boot gefangen genommen wurden, wurden wir in die Festung geworfen. Der einzige Grund, warum das so ist, wie ich mir das erklären kann, ist die Tatsache, dass man am Anfang vom Spiel sehr schnell hier im Knast landet. Und dass es vielleicht auf dem U-Boot eine Schleichmission gab, die genauso programmiert ist wie die Schleichmission hier in dieser Festung. Und dass das Spiel denkt, okay, der Spieler ist am Anfang vom Game, wurde beim Schleichen erwischt, dann kann er ja quasi nur in der dunklen Festung sein, dann porten wir ihn dahin. Also, ne, dass das Spiel gar nicht damit rechnet, dass man in diesem U-Boot ist. Und dass vielleicht, dass wenn man halt erwischt wird, dass das Spiel denkt, dass das dieselbe Sequenz ist oder so, ne. Dass es quasi denkt, okay, Spieler erwischt von dem Moblin. Da er am Anfang vom Game ist, kann es nur in der dunklen Festung sein. Das heißt, der Respawn-Punkt muss das Gefängnis dunkle Festung sein, oder? Das ist jetzt die einzige Chance, wie ich mir das erklären kann. Anders würde das für mich irgendwie keinen echten Sinn ergeben. So, und jetzt kommt hier der Big Bird. Den finde ich übrigens richtig, richtig geil. Der hat ja auch so eine Maske auf, die man, glaube ich, dann auch später auch noch zerstört, soweit ich weiß. Das finde ich richtig, richtig fresh. Das ist ein richtig cooler Gegner. So, und der snackt jetzt Link mit. Genau. Ich muss auch wirklich, wie gesagt, ein bisschen auf die Story achten. Klar, in einem Speedrun auf die Story achten ist jetzt vielleicht nicht so sinnvoll. Aber ich glaube, der transportiert uns jetzt direkt zu Ganon, soweit ich weiß. Man wird einfach direkt, also ziemlich schnell am Anfang vom Game mit dem Hauptbösewicht konfrontiert. Ich finde das so geil. Beziehungsweise jetzt mit den zwei Hauptbösewichten, mit Ganondorf und mit diesem Vogel. Der hat auch irgendeinen Namen. Der hat auch irgendeinen Namen, sogar einen ziemlich coolen, bloß ich weiß den nicht mehr, irgendwie maskierter Herr der Lüfte, irgendwie Maskenkönig, keine Ahnung. Fragt mich nicht.
So, und jetzt werden wir weggeheatet und jetzt landen wir in Portemonnaie. Und aus Portemonnaie, da sollten wir unser Schiff bekommen und mit dem Schiff sollten wir auf nach Dragon Roost Island düsen. Wo wir schon ganz am Anfang waren, ne? Also, das ist so crazy. Der spielt quasi das Spiel rückwärts. Also, so fühlt sich's auf jeden Fall an. Na, jetzt sollten wir eigentlich erst unser Schiff bekommen. Da ist es. Das ist, what the hell? Das ist ja mal so crazy. So, aber nachdem jetzt hier, glaube ich, noch ein paar Textboxen mitgedrückt werden, nutze ich mal die Gunst der Stunde, um ein Zip zu nehmen. Und wir sind wieder auf die HD-Version gewechselt. Also ohne Witz, wir sind bald an dem Punkt angekommen, wo ich gar nicht mehr aktiv mitbekomme, ob wir in der GameCube-Version oder in der Wii U-Version sind. Weil das wirklich, wirklich gut geschnitten ist. Und die Grafik, natürlich ist das hier viel hochauflösender und die Belichtung ist vor allem viel schöner. Aber trotzdem ist es grafisch halt so ähnlich, dass es beinahe nicht auffällt. Das ist die witzigste Erkenntnis, no joke. Das ist so geil. So, er erzählt jetzt einem, ja, bla bla bla, und deine Schwester und der Bösewicht und wir wissen's, Freunde. Wir wissen's, wir müssen die Welt retten, wir müssen Ganondorf ein Schwert in den Kopf rammen und dann unsere Schwester retten und by the way, retten wir dabei noch das ganze Schicksal der Welt. So, man kennt's, ne? It's the same. Aber ohne Witz, ihr Spaß beiseite, ich finde Ganondorf in diesem Game richtig gruselig. Also, auch wenn das hier ein Cell-Shading-Spiel ist, was eigentlich eher auf so cartoonhafte, nette, süße Grafik setzen soll, finde ich Ganondorfs Mimik und allgemein Ganondorfs Design in diesem Game so creepy. Ich meine, in den anderen Spielen, ne, egal ob es jetzt Twilight Princess ist oder auch die Ocarina of Time zum Beispiel, da sieht er zwar viel epischer aus oder auch zum Beispiel in den ganzen Hyrule Warriors Teilen hat er ein ultra freshes Design. Trotzdem finde ich in dem Game am creepigsten. Das ist so, I don't know, ich weiß nicht warum. In den anderen Teilen soll er viel, viel mehr badass aussehen als in diesem Game. Trotzdem finde ich ihn in diesem Game am gruseligsten. So, mit dem Haken. Warte mal, wir haben jetzt wieder in die Festung. Wir sind wieder im Gefängnis. Der macht irgendwelche Moves und auf einmal sind wir direkt wieder in der dunklen Festung. Junge, dieser Greifhaken zerstört das ganze Spiel. Das Spiel weiß doch gar nicht, welchen Soundtrack es abspielen soll. Ich glaube, das ist gerade eine Mischung aus Portemonnaie, aus dem Song vom Ozean und aus der dunklen Festung. What the hell? So, wir sind jetzt wieder in dem Hauptraum. Also quasi, man soll... Hier landet man viel, viel, viel später. Aber ich glaube, auch hier ist das Game wieder so programmiert, okay, Link ist das zweite Mal hier. Das heißt, er muss alle anderen Dungeons schon besucht haben und so weiter. Und jetzt können wir ihm den Kampf liefern. Und denkt dran, Guys. Denkt einfach mal dran, Link hat immer noch kein Schwert. Er kann sich einfach immer noch nicht wehren. Er hat einen Enterhaken. Und mit dem Enterhaken reist er zwischen den Zeitportalen umher, öffnet Wurmlöcher und so eine Kacke. Aber er hat nicht mal ein Butterbrotmesser, um sich zu wehren. Es ist so crazy. Ja, und Tetra ist auch am Start übrigens, die gibt's auch noch. Ein sehr cooler Charakter meiner Meinung nach. Ein sehr cooles alter Ego. Auch in Spirit Tracks. In Spirit Tracks kommt Tetra. Nur in Phantom Hourglass kommt Tetra vor, ne? Nee, in Spirit Tracks hat sie keinen Auftritt. Obwohl sie eigentlich saugeil ist. E che le spada dove la presa? Non sarai mica. Ja, richtig. Obwohl sie in dem Game das erste Mal aufgetaucht ist, ne? Phantom Hourglass war ja quasi der gedankliche Nachfolger von Wind Waker auf dem Nintendo DS dann. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gerade in einer ziemlich zwischensequenzlastigen Stelle des Runs sind. Ich will auch gar nicht auf die Endzeit gucken. Ich meine, wir wissen, dass der Run 37 Minuten geht und ihr könntet jetzt auf die Timeline gucken, dass ihr grob wisst, wo ihr seid. Aber ich lasse mich jetzt hier schön überraschen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier gegen diesen riesigen Bird kämpfen. Theoretisch müsste man, wenn man das Spiel einigermaßen wie ein menschliches Wesen spielt. Aber ich glaube, man braucht dann einen Hammer. Den Hammer kriegt man, boah, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Dungeon kriegt man den Hammer. Und mit dem kann man dem Vogel dann seine Maske kaputt schlagen. Das ist so die... What the hell? Da wurden irgendwelche Charaktere nicht geladen. Ich dachte mir gerade, warum zur Hölle fliegt die Schwester weg? So, Aber ich glaube, die sollte eigentlich von den Piraten auf die Schulter genommen werden. Und das war die Animation dazu, aber aus irgendwelchen Gründen wurde dieser Pirat nicht geladen. So. Aber jetzt ist die Kacke im Dampf, ne? Alle sind abgezischt, nur Link bleibt zurück. Und der muss jetzt gegen diesen Riesenvogel plus gegen einen sich flutenden Turm bestehen.
Großartig. Link hat tolle Freunde. Aber er nimmt einfach seinen Enterhaken, ne? Und düst hier einfach ganz entspannt hoch, ohne irgendwo hinzugucken, ne? Ich stelle mir jetzt nur die Frage, ob er kämpft. So, wir sind wieder in der HD-Version. Wir stecken unter dem Boden fest. Oh, und ich glaube, wir töten wir uns jetzt? Nee, er hat sich gerade absichtlich ein halbes Herz abziehen lassen. Und backt sich jetzt aus der Boss-Arena raus. Er hat sich aus der Bosskampf-Arena rausgeglitscht. Und du bist jetzt direkt zu Ganon. By the way, auf dem Weg durch die Tür zu Ganondorf hat er noch eine grüne Kleidung, ein Schwert und ein Schild gefunden. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Die hat er jetzt mal kurz so. Er wollte gerade zu Ganondorf reinsteppen und denkt so, oh scheiße, ich bin ja beinahe komplett nackt. Oh ja, da liegt ein Schwert, da ist ein Schild und oh, da liegen noch die vergammelten Klamotten von gestern Abend. Nice, zack, kurz angezogen. Aber guckt euch mal Ganondorf an. Ich finde den so creepy, vor allem wenn er dann so crazy Meme... Guckt euch das mal an! Der Typ beendet euer Leben! Das ist der Verkäufer, als ihr 5 Jahre alt wart. Schaut euch das an! Und ihr geht in den Süßigkeitenladen. Und ihr packt die Süßigkeiten zusammen, rechnet das durch. Okay, alle meine Süßigkeiten, die ich habe, kosten mich 1,43 Euro. Ihr legt die auf den Tisch, ihr habt auch nur 1,43 Euro dabei, deswegen habt ihr es akribisch ausgerechnet. Und der Typ sagt dann so, 3,80 Euro bitte. Und als Kind ist das Grusigste überhaupt, wenn du nicht genug Geld hast. Du schiebst böse Panik. Und dann kommt sein, war natürlich nur ein Joke, kostet natürlich nur 1,43. Genau so ein Typ ist das. Du warst mein Kindheitstrauma, du Sau. Es gab wirklich mal so einen, das war im Freibad. Im Freibad habe ich immer von meiner Mom 1 Euro bekommen und durfte dann immer zum Süßigkeitenkiosk gehen. Und da gab es dann halt so, keine Ahnung, Center Shock für 10 Cent und irgendwie so ein Gummibärchen-Hai für 5 Cent und was weiß ich. Und natürlich immer alles akribisch durchgerechnet, à la Adam Riese, Mathematik. Und dann sagt der Typ beim Kiosk einfach, ja, kostet 1,80. Und ich so, ja, Papa, nur 1 Euro. Ja, dann musst du sie wieder abgeben oder du holst mir deine Eltern und wir klären das, ne? Der hat mich so richtig aufgezogen, der Wichser. Und dann so, nein, war natürlich nur ein Spaß. Der sah safe so aus wie dieser Ganon. Du Sau. Ey, aber ohne jetzt, das wäre bis heute immer noch, ich hoffe, das passiert mir nie wieder. Also, das kann ja auch immer einfach so aus Versehen passieren. Dass man halt einfach nicht genügend Geld hat, wenn man einkaufen geht. Aber das ist, glaube ich, so unangenehm. Hattet ihr schon mal so unangenehme Situationen, Freunde? Als ihr einfach nicht genügend Geld hattet oder so? Jo, und jetzt kommt einfach hier der Drache. Und vor allem der zündet jetzt einfach Ganondorfs komplette Festung an. Aber es juckt ihn nicht, ne? Das wird ihn jetzt einfach nicht jucken. Eigentlich hätte hier Ganondorf einfach sterben sollen und damit wäre das Spiel vorbei. Aber nee. So einfach ist das nicht. Aber der Ehrendrache. Aber klar, das ist... Einkaufen gehen und nicht genügend Geld für das dabei zu haben, was man aufs Kassenband gelegt hat, ist immer noch so eine geheime Horrorvorstellung meinerseits. No joke. Richtig, richtig schlimm. So, der lässt uns jetzt hier nochmal auf dem Wasser raus. Tetra ist auch gesaved. Das kennen wir. Bloß ich glaube, der Run dauert gar nicht mehr so lange. Ich habe eine grobe Vermutung, was jetzt passiert. Wir werden nämlich, glaub ich, gleich einen epischen Clip zu sehen bekommen. Es gab nämlich... Wir werden jetzt nämlich an den Ort kommen. Oh, nee, warte mal. Oh, erstmal hören wir wieder die sexy Musik. Eine der besten Zelda-Soundtracks aller Zeiten, aus allen Zeldas. Das Ocean-Theme. Auch der Remix aus Phantom Hourglass ist... Oh mein Gott, Orgasmus. Na, aber ich glaube, wir werden jetzt gleich einen Clip durch eine unsichtbare Mauer sehen, an dem die Zelda-Community... soweit ich das mitbekommen habe, super lang gestruggelt hat. Da gab es tausende Videos drüber, so nach dem Motto, die unüberwindbare Barriere und so weiter. Wenn wir jetzt an den Punkt gleich kommen, dann zeige ich sie euch. Also, und diese Barriere erlaubt es dann einem, soweit ich das noch im Kopf habe, ziemlich direkt zum Final Boss zu laufen. Aber wir werden das gleich sehen. Wir sind wieder in der HD-Version, das finde ich schön. Die ist optisch einfach nochmal ein bisschen ansprechender. Aber wie gesagt, das ist auch nicht. Ist auch, ich finde auch, wie bereits mehrfach erwähnt, die GameCube-Version sehr angenehm. So. Ich nehme nochmal kurz einen Sip Kaffee, weil ich glaube, jetzt geht es gleich ordentlich ab. Tetra voller Tatendrang. Wir sind wieder in der GameCube-Version. So. Genau hier. Und auf dieser Brücke, wo wir jetzt sind, ist vor Link diese unsichtbare Barriere.
Und da ist er einfach durchgekommen. Ich weiß, das ist jetzt ein Testrun und das sah jetzt super billig aus. Aber ihr habt kurz so diese Luft so wackeln sehen. Na, und jetzt sind wir hier beim Final Boss. Das ist das Final Boss Castle. Und normalerweise muss man jetzt ja nochmal durch die ganze Welt reisen und dann erst bricht diese unsichtbare Barriere zusammen und dann kommt man zum Finale. Und an dieser, die man eine Sekunde gesehen hat, in dieser wobbelnden, unsichtbaren Wand, ich glaube, da hing die Zelda-Community ewig lang, bis sie rausgefunden haben, wie sie da durchkommen. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, ich habe da so 1000 Videos drüber gesehen. Ich habe da so, da gibt's dann so Auflistungen mit, hier hat das Spiel die Mauer so berechnet und da und hier und so und so, die haben da gefühlt eine gesamte Raketenwissenschaft draus gemacht, wie man durch diese unsichtbare Wand kommt. Okay, Theorie beiseite. Wir sind im Final Castle. Und wir müssen jetzt hier auf jeden Fall sehr, sehr aufpassen, weil ich jetzt gar nicht mehr genau weiß, was hier passiert. Hier wird uns jetzt irgendein Fackelrätsel gezeigt. Irgendwie so 1, 2, 3, 4, habe ich das richtig gesehen habe. Und wir machen hier jetzt dauernd diesen Trick. Das Link halt immer, wie ich euch das bereits am Anfang erwähnt habe, in den First Person geht mit seinem Wurfhaken. Mittlerweile haben wir aber Schwert und Schild. Das kriegt man hier geschenkt. Und jetzt muss man hier halt quasi immer ist in einen Raum mit vier Richtungen, die man gehen kann. Und man muss halt hier einmal den passenden Code durchlaufen. Ne? Das ist, kennt man auch so aus The Legend of Zelda Link's Awakening, wo man am Ende im Raum des im Ei des Windfisches ist. Ganz ehrlich, ganz ähnliches Rätsel. In Spirit Tracks gibt's so eine Area. In der geheimen Höhle bei den Goronen im Feuertal. Da gibt's auch sowas. So, jetzt trifft man hier auf Phantom Ganon. So, den hat man jetzt mal kurz weggeheatet. Und macht jetzt irgendwelche Faxen. Ich glaube, das war nur Troll. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt notwendig war, aber ich glaube, er hat gerade nur geflext. Ich habe gerade versucht, irgendeine Interpretation zu droppen, so nach dem Motto, was tut er da? Aber ich glaube, er hat sich einfach nur seine Zeit vertrieben, um jetzt passend beim Truhenspawn da zu sein. Und da bekommt man die Lichtpfeile. Die benötigt man, um am Ende Ganondorf richtig Schaden zu machen. Man muss auch immer aufpassen. Ganondorf ist ja, soweit ich weiß, die menschliche Version von ihm. Und Ganon, nur Ganon ohne Dorf, ist ja, glaube ich, so die Schweine-Version von ihm. Ja, diese große. Deswegen habe ich sie, glaube ich, jetzt relativ häufig falsch gesagt. So, er backt sich wieder hier auf die Tür hoch. Baut sehr viel Speed auf, klettert jetzt hier oben ein bisschen am Rand entlang, klebt sich in die Wand und schafft es, glaube ich, in die Ladezone der Tür. Es gibt damit, glaube ich, den Bosskampf. So, mit dem Glitch düst er jetzt schön hier die Treppen hoch, lässt sich hier einmal vom Feuer treffen. Nein, nochmal. Ich glaube, er lässt sich jetzt absichtlich killen. Er hat nur noch ein Herz. So, und hier, das gibt es auch in der HD-Version. Das können auch menschliche Spieler. Den Clip habe ich auch mal irgendwann irgendwo gesehen. So, man klettert jetzt hier außenrum lang, damit man eben nämlich da oben auf dem Podest steht, sich in die Mauer hier reinklippt und dann schafft man es, glaube ich, auch in die Ladezone. Also, alles, was wir hier so mit dem Klippen sehen und so weiter, ist einfach nur in Ladezonen hinter verschlossenen Türen reinzukommen. So, und hier kommt einer der skurrilsten Kämpfe aller Zeiten. Das verstehe ich bis heute nicht, weil man kämpft ja erstmal hier, ne, Ganondorf hat hier einfach so ein riesiges Bett vorbereitet, wo er die schlafen lässt. Einfach so, what the fuck? So, wie creepy ist das? Du entführst einfach ein Kind und baust ihm so eine Art Kinderzimmer, so ein königliches Fett und so. Und dann kämpfst du ja am Anfang erstmal nicht mehr gegen Ganondorf, sondern gegen... Da guckt euch das mal an! Das ist einfach, das ist der böse Süßigkeitenverkäufer. Der sitzt da am Bett und das ist... Oh, das ist ich finde... Yo! Ich hab wieder voll vergessen, wie pedo der Scheiß ist. Ne? Und dann kämpfst du nicht mehr gegen ihn, sondern gegen riesige Puppenversionen von ihm. So, what the hell? Dieses Spiel hat so eine süße, bunte, nette Grafik, aber im Kern ist dieses Spiel einfach nur das pure Böse. Schaut euch das an, wie er durch die Vorhänge guckt mit seinem creepy Blick und seiner Fresse, die so aussieht, als ob er so 5 Brezeln quer hier drin hätte. Er hat nicht mal Pupillen. Der hat nicht mal Pupillen. Boah, ich finde, ich könnte ein ganzes Video machen, wo ich nur Wind Waker Ganon rante. No joke. Der Typ, ne? Der Typ. So, was macht er jetzt? Er wird ein riesiger Schatten? Das ist so, what the hell? Aber genau, jetzt wird er einfach zur Puppe. Er wird einfach zu einer riesigen Puppe. Wie kommst du drauf? Puppen sind immer gruselig. Es gibt nicht ohne Grund Horrorfilme, die nur von Puppen handeln. Und das ist genauso creepy. Und vor allem, das hat jetzt, glaube ich, auch noch so richtig fröhliche Musik und so. Und ich glaube, man muss immer seine Schwachstelle jetzt mit den Lichtpfeilen treffen. So, jetzt sind wir in der GameCube-Version. Genügend gerantet, warte mal. Der Typ verfeuert gerade
alle seine Pfeile. Wieso? Also er hat jetzt einfach mal 24 Pfeile verfeuert. Oh, er hat keine Herzen mehr. Warte mal, er hat keine Herzen mehr. Aber bereitet jetzt hier irgendeinen Clip vor. Wie er ewig viel an Luft. Ich glaube, wenn er auf den Boden fallen würde, wäre er tot. Ich glaube, das Spiel ist so programmiert, dass wenn du ohne Herzen auf den Boden kommst, triggert es eine Todesanimation oder so. Aber er muss wohl alle Herzen verlieren, sonst hätte er es nicht gemacht. Und dann kann er hier durch irgendwas, was er tut, unendlich an Höhe gewinnen. Und da ist der Ausgang. Da kommt man normalerweise erst hin, wenn man alle Puppen erledigt. Und dann fällt so ein riesiges Seil von der Decke. Ich sag's euch, der Kampf ist so creepy. So, er hat jetzt hier eine Fleder... Ah! Der hat jetzt hier in der Luft eine Fledermaus erledigt, um von der ein Herz zu bekommen, damit er den Boden wieder berühren kann und durch den Ausgang gehen kann. Yo! Ey, das ist so stark. Dieser Run ist so stark. Wie gesagt, ich kann nur vermuten, warum all die Dinge passieren, die wir sehen. Aber das, was wir sehen, ist richtig geil. God damn it. Ey, macht das Spaß, das zu gucken. Danke, dass ihr mich malträtiert habt mit Anfragen. Schau Wind Waker. Das ist... ich weiß nicht, aber ich könnte behaupten, dass das einer der spaßigsten Runs ist, die ich bisher geguckt habe. Also ich versuche gerade nochmal nachzudenken. Aber der ist schon sehr strong. Der ist schon wirklich, da passiert einfach so viel verrückter Stuff. Und du hast immer noch das Gefühl, in irgendeiner Weise mitzukommen. Und irgendwie, wahrscheinlich zu 2% zu verstehen, was da passiert. Aber so, du hast so diese minimale Chance, Verständnis zu bekommen. So. Der Typ faustet einfach mal Link komplett weg mit dem hässlichsten Gesicht aller Zeiten. Er ist so gruselig. Er verprügelt und entführt Kinder. Er verprügelt Link, ne, gibt ihm miese Fäustkämpfe mit seiner hässlichen Fresse. Der macht mich sauer. Der macht mich so sauer. Link, ramme jetzt einfach dein verdammtes Schwert in den Kopf. Aber das ist halt auch noch so krank, ne? Dieses Game ist so bunt und lieb und macht auf Kinder freundlich. Und den Boss besiegst du, indem du ihm dein Schwert in den Kopf rammst. Das finde ich bis heute einen der brutalsten Tode in Nintendo Games überhaupt. Wenn nicht sogar der brutalste. Wobei Twilight Princess, finde ich, auch eine ganz krasse Szene hatte. Wo Ganondorf auch so an diesen Felsen gespannt wurde und wo er dann durchbohrt wurde. Also Ganondorf hat schon echt viel Scheiße miterlebt, muss jetzt einfach mal zugeben. Und vor allem, das wird halt auch noch gezeigt in den Spielen, ne? So. Der Dude, ich weiß gar nicht mehr genau, was jetzt passiert, kriegt nicht das Triforce, weil der König jetzt einfach kommt und sagt, nope. Ich weiß von der Story kaum noch, was das hier ist. Ich würde es euch jetzt gerne erklären. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich schätze, wir haben jetzt auch mal hier eine riesige Zwischensequenz. Und am Ende wird einfach der Speedrun so zack, 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 Schwert im Kopf aus. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze zu Ende geführt wird. Ich warte eigentlich nur noch drauf, bis dieses Game... Der Run selber wird wahrscheinlich noch so gefühlt 10 Sekunden gehen. Also aktives Gameplay. Wie er lacht, ne? Was ist das überhaupt für ein Ort, an dem man ist? Ich finde, Wind Waker ist so ein skurriles Spiel einfach. Mit so skurrilen Settings und Szenen und Charakteren. Und das, obwohl es auch so bunt und kinderfreundlich macht. So, Link ist aber wieder zum Leben erwacht. Das ist eine gute Sache. Bro, wir brauchen dich. Du musst den bösen Süßigkeitenverkäufer jetzt ein für alle Mal ein Ende setzen. Ich vertraue auf dich, Bro. Ich brauche dich. So, und sie steht auch wieder. Und mit vereinten Kräften rammen sie ihm jetzt hoffentlich das Schwert in seine verdammte Stirn. Die Mimiken von den Charakteren, ne? Sie mit einem Auge zu, eher so... Titten. Oh, shit, man. So. Er zückt seine zwei Schwerter. Es ist jetzt so ein Spannungsaufbau für jetzt wahrscheinlich so ein unspektakuläres Finale.
Trotzdem will ich es jetzt sehen. Da wären wir. So, sie sagt jetzt, ich helfe dir. So, er macht ein bisschen Hot-Cha-Cha-Cha. Und sie macht ein bisschen Hot-Cha-Cha-Cha. Und macht so und, oh ja, was ist denn hier los? Er fliegt ein bisschen. Gibt er einfach... Digga, der verprügelt einfach Kinder, das ist so krank. Sprungattacke über ihn, Wirbelattacke. Er gibt ihm Sprungattacke über ihn, also er haut ihm einfach voll die Stirn weg. Sie denkt sich wieder, oh ja, ich lebe wieder, mir geht's wieder gut. War nur kurz für eine Sekunde weg. Hab gestern ein bisschen zu lange gefeiert. Und jetzt hat sie ihm, glaube ich, wieder ein Ding reingejagt und das war's. Das Schwert steckt im Kopf. Und damit ist der Speedrun durch, meine lieben Freunde. Das war der Spliced Theory Any% Speedrun von Wind Waker und Wind Waker HD. Und es war mir ein Fest. Ihn gemeinsam mit euch anzuschauen, meine lieben Freunde. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so war, lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Oder ihr könnt doch einfach einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr keine weiteren Speedruns mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auch ein Abo da lassen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi.